Die Arbeitsbedingungen sind geprägt von Disziplinierungsmaßnahmen, von Druck, eine Atmosphäre, in der man sich ständig überwacht fühlt, Angst hat, rausgeschmissen zu werden, wenn man ein gewisses Pensum nicht erfüllt. Und das ist wirklich einfach seelenlos, würdelos. Ja. Es kann und darf nicht sein, dass wir sowas zulassen in Österreich. Wir kämpfen dafür, dass Beschäftigte wirklich mit Respekt behandelt werden, und darum werden wir auch alles tun, dass so ein Beispiel wie Amazon nicht Schule bei uns macht. Wir stehen andauernd unter Druck, unter Leistungsdruck, eben weil unsere Produktivität registriert wird und wir da keine Einsicht in haben. Wir können nicht kontrollieren, ob unsere Leistung nach Wünschen von der Arbeitgeber, was uns sehr verunsichert. Die Arbeitsumstände von Sicherheit her, ist, wir bekommen weniger Arbeitsplatz, da die Produktivität und die Volumen bei Amazon steigen, wird die Leistungsdruck immer schwerer und schwerer, und dementsprechend auch die Arbeitsbereich kleiner und kleiner, da mehr Paketen sich im gleichen Raum befinden, und das leitet zu gefährlichen Situationen. Wenn wir uns darüber beschweren, dann werden uns Verbesserungen versprochen, aber die werden halt nicht eingeliefert, wird nichts verbessert. Wir wissen ja, dass die Arbeitsbedingungen beim Unternehmen wirklich in de facto allen Ländern katastrophal sind. Ja. Aber Amazon schafft es immer, ein bisschen an der Grenze des Legalen zu schrammen, wirklich auszuloten, was ist rechtlich noch möglich. Aber das sind dann alles Dinge, die wirklich trotzdem unmoralisch sind und wirklich einfach zu bekämpfen sind, sage ich. Die Motivation war halt für mich, die Entscheidung, das zu machen, ist, dass es sich nichts ändert, obwohl ich fest im Glauben bin, dass es echt möglich ist, die Umstände zu verbessern, und hoffe, dass das Leute da etwas ändern werden, damit Amazon vielleicht doch nochmal eine gute Arbeitgeber wird. Und ja, ich sage nicht, ich bin froh, dass ich da etwas dann beitragen kann. Und ja, jemand muss es machen, und dann ich habe relativ wenig Angst vor, was nachher passiert. Es ist halt, ändern muss etwas und jemand muss etwas tun. Das Hauptproblem ist, dass Amazon mit de facto operativ nur mit Leiharbeitskräften arbeitet, da die betriebliche Mitbestimmung ganz schwer durchzusetzen ist. Und ja, also man kann nur den Kollegen und Kolleginnen sagen, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Ja. Aber ich verstehe schon, viele arbeiten ja dort, weil sie sich ganz schwer am Arbeitsmarkt tun, keine anderen Jobs finden. Und insofern, ja, sollen Sie sich an uns wenden. Wir werden alles prüfen, was rechtlich möglich ist, gegen Amazon vorzugehen. Neubewerber werde ich anraten, wirklich richtig den Vertrag zu lesen, vorzuunterschreiben, wie jeder das halt machen soll. Und sich auch sehr gut anschauen, ob den Versprechen, die der Arbeitgeber sie gibt, ob sie auch nachgefüllt werden, also nachgekommen werden. Ob sie auch realistisch sind und machbar sind. Und ob dem Arbeitgeber in dem Hinsicht auch betraubar ist oder nicht.